Yo Leute, was geht? Erstmal fröhliche Weihnachten euch allen. Wir sind hier gerade am Haus Scheppen. Wie ihr sehen könnt, sind wir alle als Weihnachtsmänner verkleidet. Wir haben eine kleine Mission wie jedes Jahr. Hier sind Süßigkeiten drin und die werden wir dann irgendwo jetzt hier in der Stadt verteilen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Weihnachtsmänner wir sind, aber ich denke mal so um die 10. Und ein Christkind haben wir auch dabei. Die Leonie, die ist da vorne, werden wir gleich auch noch begutachten. Frohe Weihnachten! Okay, da vorne steht Flo, dann werden wir jetzt mal zu dem fahren, den ordentlich anschieben und dann hoffen, dass die Karre angeht. Die Batterie ist nämlich komplett tot leider. Und hier haben wir übrigens unser besagtes Christkind auf der 690 SMCR, die macht ordentlich Radau. Spring drauf, Flo! Hallo! Du bist unser Christkind heute, richtig? Was? Du bist heute unser Christkind! Was? Hast du denn auch Schokolade dabei? Nein. Nein? Aber du hast ja welche. Genau, vielleicht kann ich dir welche borgen. Ja, bestimmt. Bestimmt. Was? Ich glaub's ja nicht. Also das Christkind macht auch Wheelies, wie ihr sehen könnt. Wenn das hier kein Weihnachtsquad ist, dann weiß ich auch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also 7 Weihnachten, 8 Weihnachtsmänner und ein Christkind. Jan hier auf der 690 SMCR, er hat das schönste Kostüm, muss ich sagen. Also der Gürtel ist on point, schön mit Fell bestückt, also ziemlich, ziemlich geil. Und Justin hat auch so ein relativ dickes an, was ihm aber viel zu groß ist. Deswegen sieht er aus wie so ein 130 Kilo Weihnachtsmann. Ist ja eigentlich nicht schlecht in dem Fall, aber trotzdem irgendwie lustig. Ja, was mich an der Stelle interessiert, wie verbringt ihr denn Weihnachten? Erzählt mir das mal. Fahrt ihr auch Motorrad oder seid ihr nur mit der Familie zugange? Und was schätzt ihr an Weihnachten besonders? So sind es die Geschenke oder einfach das Zusammensein mit der Familie oder eben dem engen Kreis? Also ich muss ehrlich sagen, früher war ich so auf Geschenke fixiert. Ich fand Geschenke immer, boah, geil, das war das Wichtigste für mich, weil es mir eben so viel Freude bereitet hat. Und alter Schwede, ey, Jan hat sich da gerade fast hingelegt. Alter Schwede. Ja, auf jeden Fall, früher fand ich Geschenke am wichtigsten, aber heute ist mir das eigentlich vollkommen egal. So eine kleine Aufmerksamkeit ist schön, klar, aber am allerwichtigsten ist mir das Essen. Wirklich mittlerweile, ich finde es so richtig schön zusammen essen, bis man komplett pappsatt ist, ist das Allerschönste. Es eskaliert hier schon wieder komplett, wirklich komplett. Also der Weihnachtsmann kommt standardgemäß nicht mit dem Schlitten, sondern mit der Supermoto. So sieht's aus, Leute. So sieht es aus. Oh Leute, ist das geil. Ja, yeah, Triple Wheelie. Ist das geil, Leute. Ist das geil! Er winkt einfach nicht zurück und guckt nur böse und grimmig. Geil! Ey, was ist denn hier? Was sind das für Leute? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt der Nächste, der Nächste. Jetzt aber, jetzt. Ah, endlich! Und da war auch ein Lächeln. Also es gibt wirklich so Leute, die sind an Weihnachten einfach nur deprimiert und griesgrämig. So, Jan hier wieder am Eskalieren. Er hat keine Angst, es ist nass, es ist kalt. Doch Jan insane. Insane Jan. Er wheelt hier, endlos, auf dem Hinterrad. Like no tomorrow. Es ist unglaublich. Get a little bit hot, hot. Get a little bit hot, hot. Did it, it. Ja, Mann! Der Nachwuchs fährt natürlich auch mit, wie ihr sehen könnt. Hier hinten drauf. Hose ist ein bisschen zu groß, aber das hält dafür umso wärmer. Und Justin hier mit seiner niegelnagelneuen Neonverkleidung. On point der Style. Wirklich richtig, richtig geil. Wuhuhu! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann!
Jan hier schön am Kippen mit seiner 96 SMCR. Ich weiß nicht, was der Lappen da vorne zu suchen hat, aber ich denke mal, dass seine Zimmerringe undicht sind und er dann kurz dann einfach das Teil davor geballert hat. Was hat's mit dem Lappen da auf sich? Hier, mit. Oh, also Zimmerringe? Nee, Gabelfeder gebrochen, dadurch der Ufer und Standrohr kaputt. Ach du Scheiße. Dass du damit noch fährst, Respekt. Wenn ihr zufällig auch hier aus der Umgebung kommt, sprich Oberhausen und im Umkreis, und ihr nächstes Jahr an Weihnachten mit eurer Supermoto auch mitmachen wollt, dann schreibt mir einfach mal eine Nachricht. Ich denke mal, dass sich da was realisieren lässt. Und dann machen wir hier zusammen nochmal den Ride-Out, den Weihnachts-Ride-Out mit der Community. Ich hätte auf jeden Fall Bock. Ja, also Flo und ich, wir fahren jetzt mal hinten zum Zentrum, zum Wendehammer und gucken mal, ob wir da ein paar Kinder finden, beziehungsweise Leute, die einfach Bock auf ein bisschen Schokolade haben. Weil wir müssen ja loswerden. Ich meine, wir haben die extra dafür gekauft. Also warum sollte die jetzt da blöd in der Dose, beziehungsweise in dem tollen, riesengroßen Turnbeutel von Flo verschimmeln? Der Mond, der Squad rollt in Richtung Zentrum. Wir haben eine Mission. Schokolade verteilen. Kostenlos. An Leute, die gerne Süßigkeiten essen und nicht Diabetes haben. Schokobons, Twix, was möchtest du? Eins. Schöne Feiertage. Ciao. Ich habe nämlich ganz vergessen, Leute, ich bin die ganze Zeit schon auf Reserve. Also es ist eigentlich ein Wunder, dass meine Maschine noch nicht ausgegangen ist. Ah, die ist durstig heute, die DRZ. Alter Schwede. Puh. Der Squad, der Weihnachtsquad ist on point. Leute, ich habe die Idee. Wir fahren jetzt einfach durch den McDrive und schauen mal, ob die Schokolade haben wollen. Das ist doch die Idee. Ohne Mist. So, wir machen das jetzt einfach. Wir machen das jetzt einfach. Wir ziehen das durch. Wir ziehen das durch. Flo weiß auch schon, was ich machen will. Schokolade für die McDonald's-Mitarbeiter. Frohe Weihnachten! Yeah! Oh, danke, das ist aber lieb. Dankeschön. So, ich mach, ich gebe weiter. Frohe Weihnachten. McDrive erfolgreich absolviert. Wir haben sogar was zurückbekommen hier. Einmal Lachgummi Minis, also super, super cool. Da wird sich direkt revanchiert. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass das klappt. Die meisten sind da ja so drauf, so, ey, was wollt ihr denn jetzt? Aber das war richtig cool. Richtig chillige Reaktion, also Daumen hoch für McDonald's. Justin macht hier Circles mitten auf der Kreuzung. Oh damn, der Boy. Also der Plan sieht aus, wir fahren jetzt Richtung Innenstadt und dann versuchen wir mal hier ein paar würdige Leute zu finden. Ich esse jetzt glaube ich selber auch einen. Warte. Oh lol, oh lol. Ey Leute, safe der Busfahrer. Safe der Busfahrer. Der will safe Schokolade. Safe, 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 safe. Hier, ein bisschen Verpflegung, damit du nicht verhungerst. Schöne Weihnachten. Danke. Ciao, ey. Ich habe eine Idee. Wir versuchen das jetzt nochmal bei Burger King. Oder? So, Leute, wir versuchen das jetzt nochmal bei Burger King durch den Drive-In. Gucken, wer chilliger drauf ist. Macis oder Burger King? Genau, wer ist chilliger drauf? Macis oder Burger King? Ich bin gespannt. Ich habe die ganze Zeit so ein bisschen Bedenken, dass wenn die Dose hier offen ist, alles rausfliegt. Aber bis jetzt sind noch die Schokobons, Twix und auch die Kinderriegel drin geblieben. Also toi, toi, toi. Frohe Weihnachten! Gib nur ein bisschen Schokolade! Hier, willst du auch? Frohe Weihnachten, schöne Feiertage! Ja, klar, gerne! Ciao! Safe! Ja, es hat geklappt, aber wir haben leider nichts zurückbekommen. Aber trotzdem eigentlich ganz cool reagiert, also keine Abneigung da für Schokolade. Schokolade! Twix!
Hier darfst du dir was aussuchen. Kinderschokolade, Twix. Frohe Weihnachten! Hier von mir darfst du auch noch was. Oh. Frohe Weihnachten! Such eins aus, was du möchtest. Nicht? Nee. Frohe Weihnachten. Schokolade haben, darf ich eins aussuchen. Bitte schön. Frohe Weihnachten. So Leute, das war's auch schon für den Weihnachtsvlog. Leider ist mein Sena da ausgegangen, beziehungsweise die Speicherkarte war voll. Es hat auf jeden Fall super, super Spaß gemacht und nächstes Jahr wird es das definitiv nochmal geben. Bis dahin würde ich sagen, euch einen guten Rutsch und das Allerwichtigste, wie immer, genießt die restlichen Tage und geht steil! Bro.